Moinsen, liebe Zocker und Zockerin, hier ist mal wieder der Grasser für euch am Start. Ich spiele jetzt hier heute mal mit Aloyte und Raptor ein schönes 3-in-3 auf der Karte Tempel der Bewahrer. Und wir spielen gegen Kloch, gegen Beblasen wohl. Und der heißt Mekkari und gegen Dakite. Dakite. Dakite oder Dakite. Deckheit, Beblasen, Deckheit oder Beblasen, Miklari. Oder Miklari oder keine Ahnung was. Fertiger Name. Ja, und es geht jetzt hier, ich würde sagen, mal los. Und wir sind zwei Zerg und der Leute ist der Rana. Und feuerfrei, Kuckuck. Ja, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. An die Leute liegt hier noch, sehe ich gerade. Okay, das kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln. Ja. 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 Kann mir sogar vorstellen, dass die beiden rausgehen, weil die eigentlich ein 2-2 spielen wollte, aber der hat das 3-in-3 aus Versehen ausgewählt. Nee, anscheinend doch nicht. So. Was machen wir denn mal hier Schönes? Da ist eine Expansion. Da auch. Ich bin hier genau in der Mitte. Der fetten Karte hier. Ach, das ist die. Mittleren Durchgang. Ich brauche erstmal ein Überlöhrtchen. Da ich müsste es so ein komisches klackendes Geräusch geben, weil gleich nehme ich mein eines Game fertig gerendert ist. Na, hier seitlich gibt es noch eine schöne Goldechse. Ganz herrlich. Und so. Und dann holen wir uns hier auch gleich mal die Expansion. Obwohl, ne, wir uns. Oh, doch, für uns jetzt erstmal direkt eine Expansion. So. Und mal das Gässchen. Immer chillig. Naja, was heißt denn nicht, wenn man Rush hat, dass man gleichzeitig eine Oberhand hat? Ah, auch schon länger. Aha. So. Schön mal das Upgrade. Quinsen. Und da klingelt es an der Tür. Da klingelt's an der Tür. Ja, und das ist die Pizza nämlich, die wir uns gerade bestellt haben.
Gleich wird geschlemmt, ich freue mich schon. So. Jetzt hier auch ein fastes Game machen. Ja, und das brauchen wir auch schon wieder. Na, so. Dr. Quinsen ist auch schon fertig. Doppelt, doppelte Ausführung. Ja. Hier war doch auch noch eine Queens dabei, oder? Overlord haben wir. Kommen. Speedlinge sind fertig. So. Oh, nochmal ein kleines Göhrchen hier. Und gleich wird geschlemmt. Juhu! Gleich gibt es Schlimmbereit. So. Auch schon drinne. Bisschen Eco weggebumsen. Ach, wir können natürlich auch einfach direkt die Kommandozentrale aufbumsen. Die Nexus meine ich natürlich. Was? Oh, da ist das klackende Geräusch, wie ich es prophezeit habe. So. So, und. Ja, dann rennen wir schnell wieder raus. Na. Geh hinten lang. So. Ich ende mal auch noch ab hier. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. So, gucken wir mal zum anderen rüber. Was da hier noch ist. Jetzt zugemacht. Muss anscheinend jetzt entweder auch gemacht haben oder. Nein, gar nicht. Doch, ist offen. Ne, ist nicht offen. Ja, mit Gewalt geht alles. Gewalt kommt hier schon irgendwie rein. Und ja. Mit Gewalt geht alles. Ja. Nehmen wir nochmal rein. Schön. So, ja, kann man ja machen. Jo. So. Jetzt auch mal die ganze Eco hier. Ja, und das war's auch schon. Ein kleiner Zerkraschima mit Messeflingen. Und habe ich jetzt einen Fastpool benötigt? Nein. Habe ich dich? Sechslinge bringen mich nichts. So. Das Spiel verlassen habe ich doch gar nicht. Stimmt ja auch gar nicht. So, wer hat am meisten Punkte? Natürlich der Aggressor. Und fast doppelt so viel wie der Letzte. No, mehr als doppelt so viel wie der Letzte. Boah. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. Und ich schlemme jetzt erstmal schön Pizza. Tschüss.